Meine lieben Parteifreunde, ich bin eine Frau, verheiratet, Mutter von zwei Kindern, 38 Jahre alt. Ich bin gelernte Steuerfachangestellte und allerdings seit über 10 Jahren bei einer Versicherung im Direktvertrieb beschäftigt. Das heißt, mein täglich Brot ist vor allem professionelle Kommunikation und etwas an den Mann oder an die Frau zu bringen. Ich selber bin das jüngste von 5 Kindern und komme aus einer klassischen Arbeiterfamilie. Ich erwähne das jetzt weniger, weil ich einen Schwank aus meiner Jugend erzählen möchte, sondern weil sicherlich der eine oder andere stutzt über meine vorherige Parteimitgliedschaft bei der PDS. Ja, ich war schon sehr früh politisch engagiert und bin damals pünktlich mit meinem 18. Geburtstag in die PDS eingetreten, weil ich ein stolzes Arbeiterkind war und damals dachte, die PDS wäre die Partei, die die Interessen der Arbeiter am ehesten vertritt. Insgesamt wurde ich eines Besseren belehrt. Die Mitgliedschaft dauerte circa 1,5 Jahre und dann bin ich auch wieder ausgetreten. Naja, wie sagte Theodor Fontane so schön, wer mit 19 kein Revolutionär ist, der hat kein Herz und wer mit 40 immer noch einer ist, der hat keinen Verstand. Ich hoffe, Sie verzeihen mir das. Als ich in 2014, also mit gehörig mehr Verstand, auf die AfD gestoßen wurde, fiel mir sofort ins Auge, für echte Gleichberechtigung, aber gegen Gleichstellung, gegen Quote und gegen Gender Mainstreaming. Ich bin davon überzeugt, hier haben wir eines der allerdicksten Bretter zu bohren, weil die Gleichstellungspolitik uns Frauen leider sehr erfolgreich als emanzipatorische Errungenschaft verkauft wird. Allerdings frage ich mich, für welche Frau hat sich dadurch tatsächlich ihre persönliche Lebenssituation verbessert? Außerdem wird von allen Seiten eines beklagt. Das kam heute auch schon ein paar Mal am Rande vor, der demografische Wandel. Wie absurd ist diese Gleichstellungspolitik vor dem Hintergrund, dass es vor allem eine Aufgabe gibt, die gesellschaftlich relevant ist. Eine Aufgabe, die so wichtig für unser Land, für unsere Volkswirtschaft und auch für das Glück der Menschen, davon bin ich überzeugt, so wichtig ist wie keine andere. Nämlich Kinder in die Welt zu setzen. Und es gibt lediglich einen Teil der Bevölkerung, der diese Aufgabe erfüllen kann. Und das sind wir Frauen. Und anstatt man diese wichtige Aufgabe aufwertet, und anstatt man Frauen, die sich dieser wichtigen Aufgabe widmen, Anerkennung schenkt, versucht man uns Frauen für Elektrotechnik und Informatik zu begeistern. Das ist in meinen Augen völliger Irrsinn und zu allem Überfluss auch noch ein ziemlich teurer Irrsinn. Und mindestens genauso irrsinnig ist es, dass viele Frauen glauben, das sei eine Politik zu ihrem Gunsten. Ein untrügerisches Zeichen dafür, wie gut dieser ideologische Verblendungsapparat mittlerweile funktioniert. Und da muss es uns auch nicht wundern, wenn, wie kürzlich erst in der Welt berichtet, jedes 5. Paar Eltern seine Entscheidung fürs Kind bereut. Und da muss es uns auch nicht wundern, dass in diesem Klima viel zu vielen Kindern schon vor ihrer Geburt das Recht auf Leben abgesprochen wird. In Nordrhein-Westfalen wurden in 2015 über 10% aller Schwangerschaften abgebrochen. Über 10%. Ich weiß, auch in unserer Partei ist das Thema umstritten. Immer wieder heißt es, die Not der Frauen. Aber über welche Not sprechen wir? Über welche Not sprechen wir, wenn mehr als 2/3 aller Frauen, die abgetrieben haben, zwischen 20 und 35 Jahre alt waren,
42% dieser Frauen waren verheiratet und 42% dieser Frauen hatten zu dem Zeitpunkt noch gar keine Kinder. Ich sage Ihnen eins, es treibt nicht die Not, diese Frauen in die Abtreibung, sondern diese Kinder werden nicht geboren, weil das Auto noch nicht abbezahlt ist oder weil die nächste Beförderung ansteht oder weil es gerade nicht passt. Außerdem kann man ja jederzeit ein neues machen. Liebe Parteifreunde, ich bitte Sie hier heute um Ihre Stimme. Es kann nicht sein, dass die Entscheidung, eine Familie mit mehr als zwei Kindern zu gründen, gleichzeitig die Entscheidung sein muss, das Risiko der Armut auf sich zu nehmen. Mutter sein oder Eltern sein darf nicht länger vor allem bedeuten, sich zu zerreißen, sich im täglichen Spagat zwischen Beruf und Familie aufzureiben, immer mit dem Wissen, es keinem mehr gerecht zu machen. Ich will unsere Familienpolitik und vor allen Dingen unsere Werte in den entsprechenden Ausschüssen im Landtag repräsentieren. Ich möchte unseren Wählerinnen, und von denen gibt es nach wie vor viel zu wenige, wenn wir tatsächlich Volkspartei werden wollen, zeigen, Mutter zu sein ist etwas Großartiges, wir Mütter leisten Großartiges und ganz wichtig, die Alternative für Deutschland ist die einzige Partei, die sich für Mütter stark macht. Bleiben Sie vorne, weil jetzt werden wir noch fünf Fragen, die Sie jetzt auch an die Kandidatin richten können. Bitte schön. Zu meiner Linken. Ja, ich hätte eine Frage an Sie. Ich bin in vielen Punkten mit Ihnen einig, aber ich möchte wissen, was Sie den Leuten oder den Frauen erzählen, die gerne Kinder haben, aber auch ihren Beruf irgendwann mal wieder auch ausüben möchten. Bei Familienpolitik sehe ich auch einen kausalen Zusammenhang. Und ich möchte nicht nur, dass Bildungsferne dann letztendlich Kinder kriegen. Danke. Bitte schön. Ja, also möchte ich erstmal an dieser Stelle betonen, dass das, wofür ich stehe, nicht heißt, dass zwingend die Frau zu Hause bleiben muss, sondern ich bin da ganz d'accord mit unserem Programm. Frauen sollten eine Wahlmöglichkeit haben. Und die haben sie zurzeit nicht. In der Regel sind sie gezwungen, berufstätig zu sein. Und auf jeden Fall müssen wir, was ganz wichtig ist, für Mütter, die sich entscheiden, zu Hause zu bleiben und in den Beruf zurückkehren möchten, bessere Bedingungen schaffen. Und da muss man natürlich auch die Arbeitgeber irgendwie in die Pflicht nehmen oder Möglichkeiten, Entlastungsmöglichkeiten schaffen. Danke. Dann zu meiner Rechten. Nächste Frage, Nummer zwei. Ja, nette Frau, an Sie. Wie wollen Sie denn Unternehmer dazu kriegen, dass die jungen Leute, die heute am Arbeitsmarkt sind, ordentlich bezahlt werden, dass die Frau zu Hause bleiben kann und mehrere Kinder kriegt? Also, damit die Frau auch zu Hause bleiben kann, muss nicht zwangsläufig der Unternehmer dem Mann ein höheres Gehalt zahlen. Das wäre natürlich schön, aber wir sehen ja auch andere Dinge vor, nämlich beispielsweise auch ein Elterngehalt. Jeder Kita-Platz kostet bekanntermaßen der öffentlichen Hand auch ca. 1700 Euro. Warum nicht ein erhöhtes Betreuungsgeld an die Frau zahlen? Dann ist der Unternehmer vorerst mal aus dem Schneider. Zu meiner Rechten, die dritte Frage. Ja, mein Name ist Horst Gilles. Was halten Sie von der Ungerechtigkeit, dass Mütter, die ihre Kinder vor 1992 geboren haben, eine andere Rente bekommen als Mütter, deren Kinder erst nach 1992 geboren wurden? Das ist in der Tat eine große Ungerechtigkeit. Ich profitiere zwar davon noch. Was soll ich sagen? Ich finde es auch ungerecht. Also, was anderes gibt es im Prinzip zu der Frage nicht zu sagen. Danke. Gibt es weitere Fragen an die Kandidaten? Ja. Bitte schön. Ich hätte dann noch mal eine Frage. Es ist natürlich leider so, das finde ich auch nicht gut, aber Beziehungen manchmal gehen kaputt. Wir haben also auch viele Alleinerziehende. Ich möchte gerne wissen, wie Sie dazu stehen, wie die Frauen letztendlich abgesichert werden in Zukunft.
Ja, erfreulicherweise hat auch unser Grundsatzprogramm ja sogar auf Bundesebene etwas dazu vorgesehen, dass wir uns sowohl für Unterhaltszahler auch als für Alleinerziehende, egal ob Mütter oder Väter, stärker einsetzen wollen. Dass natürlich auch die Kinderbetreuung gerade für den Alleinerziehenden nochmal eine ganz andere Rolle spielt, weil es viel weniger Möglichkeiten gibt, das innerhalb der Familie zu verteilen, als wenn zwei Elternteile existieren, liegt auch auf der Hand. Dann würde ich mich aber trotzdem immer noch eher dafür einsetzen, dass es familiennahe Betreuungskonzepte gibt, auch für Alleinerziehende verstärkt. Danke. Dann die letzte Frage, bitte schön, zu meiner Rechten. Eine Frage bezieht sich auf Ihre PDS-Zeit. Welche Aktivitäten haben Sie im Rahmen dieser Tätigkeit ausgeübt? Ich war damals ganz normales Mitglied im Kreisverband Wesel, habe keinerlei Positionen bekleidet und auch kein Mandat. Das läuft alles auseinander. Dankeschön. Damit ist die gewählt. Und ich gehe nach Hause. Halt. Herr Danilowski, zunächst mal. Bitte. Nehmen Sie die Wahl an. Frau Danilowski nimmt an. Herzlichen Glückwunsch. So, jetzt bleiben Sie kurz, weil Ihr Vorsitzender möchte noch ein, zwei Worte kurz an Sie richten. Das nehme ich als Versammlungsleiter auch nicht, das darf ich. Hören Sie ihm zu, er hat noch einige Dinge kurz für Sie, die er Ihnen ins Gepäck auf den Einsatz.